Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Play Dying Light. Der Fettwanz da unten geht mir immer noch am Sack. Aber jetzt ist er nicht mehr unser Problem, jetzt kann den irgendwer andere ausschalten. Wir müssen jetzt nämlich, was wir eigentlich schon beim letzten Mal gemacht haben, ich weiß, ein bisschen Arsch. Ja, aber wir haben nicht verteilte Fertigkeitspunkte, sagt mir das sogar einer. Kraftstufe. Panzerhaut. Desto mehr Schaden können sie absorbieren, das ist natürlich gut. Nahkampfwurf. Werfen Sie eine beliebige Nahkampfwaffe auf Gegner, um massiven Schaden zu verursachen. Was ist das hier? Mehrfachwurf. Visieren Sie mit Wurfmachen bis zu 3 Feinde an. Nee. Die beiden. Ich glaube, Panzerhaut ist irgendwie wichtiger. Vielleicht kann man das nächste Mal machen. So. Jetzt müssen wir aber hier erstmal wieder hoch. Haben wir zwar beim letzten Mal, wie schon gesagt, gemacht, aber... Letztes Mal hat es mich übrigens sehr irritiert, dass einfach keine starken Zombies kommen, obwohl die immer sagen, hey, wenn du laut bist, dann kommen die ganz starken Zombies, aber für den Arsch. Wenn ich laut bin, dann... Keine Ahnung. Dann passiert gar nichts. Glaube ich. Es kommt dann zwar immer so ein... Aber nicht irgendwie was Schlimmes. Und nein, ist nicht schlimm. Oh Gott, ich darf mich hier nicht so komisch bewegen. Darüber. Genau. Nice. Ah, sind wir schon oben? Gott, ich balanciere da. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut für meine Gesundheit. Gesundheit. Und wäre ich da runtergefallen, wäre es auch nicht gut für die gewesen. Diejenige welche. So. Jetzt noch weiter hoch. Wir wissen ja schon, wo das ist. Und zwar hier, wo die ganzen Kabel liegen. Genau hier müsste es sein. Ja, hier. Der Hammer. Ah, komm schon. Ja, komm. Oh Gott, das ist echt hardcore, das voll zu kriegen. Scheiße. Karim, jemand hat das Ding bereits ausgeschlachtet. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Scheiße. Hatte ich befürchtet. Naja, dann weiter zum nächsten Mast. Das ist nicht weit. Nimm die Seilrutsche und geh Richtung Osten. Da ist er. Und wo soll das sein? Oh, da. Oh, hier ist ja gar nicht weit. Dann würde ich aber sagen, machen wir zumindest diesen Sicherheitspunkt. Dann würde ich sagen... Ah, ich sehe ihn schon, dass da hinten müsste er sein. Hey, mit der sind wir auch beim letzten Mal, glaube ich, runtergefahren. Nice. Oh Gott, ich sehe ja gar nichts. So, jetzt aber erstmal... Ja, inaktive Sicherheitszone. Genau die will, zu der will ich hin. Wo ist der irgendwer? Ist der unter mir? Nein. Oh. Oh, ich... Hab schon gesehen, was da abgeht. Ich zeig's euch nochmal, falls ich es nicht gesehen hab. Die Macker da spielen Fußball. Oh, hier ist eine dieser Sicherheitszonen. Oh, das ist schlecht. Kommt mal her. Ich locke euch mal raus. Oh, nein, das ist schlecht. Ich lock euch alle raus. Dann gehe ich ganz schnell wieder rein und mach zu. Oh shit, das ist schlecht. Nope. Geh raus, geh raus. Komm her. Komm her, Mr. Groß und Böse. Hey Karim, was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du Reis enttäuscht? Ganz einfach, ein grausamer Tod. So, funktioniert. Danke. Hey, ich hab den rausgebackt. Nice. Sollte die hier Schwierigkeiten haben, probiert den auch rauszubacken. Und versucht nicht, diese Fässer kaputt zu machen, weil sonst sagen die wieder, die Bösen kommen jetzt, die Großen. Die Arschgesichter. So, ist hier schon sicher?
Ach nee, wir müssen hier noch den Strom einschalten, genau. Aber den werden wir auch dann machen. Wir schaffen uns hier einige Sicherheitszonen. Ich glaube, das ist ganz gut. So. Nice. Können wir auch mal hier schauen? Wobei, warum schauen wir hier? Ich wollte aber kurz schauen, ob wir hier beim Inventar vielleicht... Können wir 21? Das ist nicht besonders gut. Das ist nicht irgendwie gut. Das macht deutlich mehr. Ja gut, dann verkaufen wir das bei Gelegenheit. So, dann haben wir eine Möglichkeit mehr, uns zurückzuziehen im Notfall. Wie kommen wir überhaupt raus? Danke. Hier, glaube ich. Ja, ja, hier schaut es gut aus. Rauskommen zumindest. Reinkommen wissen wir nicht. So, hier hoch. Oh, kommen wir hier irgendwie weit hoch? Weit hoch ist im Normalfall recht gut. Ho, ho, das ist aber sehr weit hoch. Kommen wir vielleicht sogar aufs Dach? Ja, müssten wir theoretisch, wenn wir hier drauf stehen. Und jetzt hier das hier machen. Genau. Von da drüben kommen wir auch hierher. Brauchen wir zwar jetzt... Ah, Schloss knacken schwer ausnahmsweise mal. Wir hatten zwar vorher diesen Spind, der war auch schwer, aber... Ja, ich glaube, schwer ist einfach, dass dieser... Dass diese Stelle, wo man drehen kann, ein bisschen kleiner ist. Dieser Radius, in der es funktioniert. Jetzt haben wir ihn gerade nicht. Ja, ganz knapp noch ein kleines Stückchen. Das sollte... Ja, genau. Wunderbarstens. Also das gefällt mir jetzt gerade. Oh. Das ist schon gar nicht mal so schlecht als Waffe unter seiner Tasche. Ich glaube, ich sollte die Sachen hier auch irgendwie verstärken. Also den jetzt nicht, den habe ich schon verwendet, aber der hat zum Beispiel viel Haltbarkeit. Deswegen werde ich den jetzt upgraden. Ja, Upgrades, Werte einer Waffe steigern, Schadenhaltbarkeit oder Handling. Schaden und... es wäre natürlich irgendwie cool, wenn Haltbarkeit und Schaden erhöht werden. Und zwar ganz schön ordentlich bei dem ersten hier, dieses Barbar. 6 und 3. Was brauche ich dafür? 3-mal kann ich ihn reparieren. Schaut gut aus. Upgrade bestätigen. Machen wir. Rollgabelschlüssel. Jetzt macht er deutlich mehr Schaden. Weil wen haben wir gerade ausgewählt? Hier ist der Schlüssel. Dann würde ich sagen, behalten wir noch das, bis es bricht. Und dann gehen wir auf die abgegradete Waffe. Ich kann hier nicht irgendwie so geil runter, oder? Irgendwo? Vollkommen wurscht, wo? Ah, vielleicht von hier oben. Komm. Vielleicht von hier oben. Vielleicht auch nicht, glaube ich. Moment, da ist aber, glaube ich. Ja. Genau! Was? Ich hab das geschafft? What the fuck? Ich hab das geschafft? Ich bin da richtig drauf gelandet. Das ist jetzt echt schwul. Ja, immerhin haben wir hier das Ding. Haben wir jetzt den Rollgabelschlüssel? Ja, wir haben den. Ich glaube, es speichert sich außer unserer Location alles. Und das war jetzt auch nicht wirklich weit. Wir haben, glaube ich, auch alle Upgrade-Materialien und so. Von daher werde ich jetzt einfach hier geradeaus weiterlaufen. Was ist hier drin? Oh, hier ist Aid. Ah, Mull. Mull ist super. Das war ein bisschen knapp. Okay, das ist ein bisschen Arsch. Ja, danke, genau das wollte ich. Ich wollte hier hoch, damit ich mich ein bisschen entspannen kann. Genau so. Jetzt geht es ein bisschen flotter, als einfach blöd am Boden rumzulaufen und den ganzen Zombies ausweichen zu müssen. Und das... Oh shit. Stirb! Oh, nein! Fuck you! Ihr arbeitet zusammen, das ist unfair. Ich habe auch keinen, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Sekunde. Ich würde gerne hier... Oh fuck. Gut, außer der Fackel haben wir im Moment nichts. Das wäre jetzt aber blöd, wenn ich die irgendwie verwende. Ich verwende sie gerade. Kann ich das irgendwie abbrechen?
Könnte sie irgendwie abbrechen? Nein. Shit. Oh, das hier ist die inaktive Sicherheitszone. Hä? Das hier ist die Sicherheitszone? Wo ist denn hier eine Tür? Ach nee, das hier ist die inaktive Sicherheitszone. Glaube ich. Weiß es nicht. Hä? Gibt für mich gerade keinen Sinn. Ah, nein! Fuck off! Okay, die Tür wird wahrscheinlich unten sein. Oder auch nicht. Warum ist das hier inaktiv? Das ergibt gar keinen Sinn. Außer, dass hier Zombies drin sind. Aber wo sollen hier bitte schön... Achso, ja, wir könnten jetzt reparieren, aber... Ah, ich nehme nochmal den Clownhammer. Genau so schaut's aus. Okay, das ist ein bisschen buggy. Genau so gefällt mir das. Jetzt prügeln wir auf deinen fucking Schädel ein. Bis er explodiert. Hä? Oberkörper, Oberkörper und Kopf. Habt ihr mir immer gesagt. Wo kommen die hier her? Oder war hier noch einer drin, den ich nur nicht gesehen habe? Muss so sein, weil hier ist alles dicht. Hm, keine Ahnung. Wir müssen hier, glaube ich, eh nur mehr den Strom einschalten. So. Hoch hier. Puh. Wo ist der Strom? Weiter unten. Hier. Ach, hier. Ich bin ein Trottel. Oder ich bin nicht unbedingt ein Trottel, aber ich bin blind. Okay. Haben wir irgendwas freigeschaltet? Punkte oder so? Schade. So, dann würde ich sagen, wo ist die nächste? Hier. Das ist gar nicht so weit weg. Da gehen wir jetzt noch hin. Das Random Encounter schauen wir uns vielleicht auch an. Nee, das sind Feinde. Also hier sind alles Feinde. Aber das sind keine Zombie-Feinde, sondern richtige menschliche Feinde. Und die möchte ich irgendwie nicht so gern hardcore bekämpfen. Wenn ihr wisst warum. Ich denke, ihr wisst warum. Ich dachte gerade, da ist irgendwie so ein unterirdischer Durchgang. Sehr gut. Dann würde ich sagen... Nacht. Ich wiederhole, es wird Nacht. Kommt zum Turm zurück, solange ihr noch könnt. Okay, hier ist gar nichts. Zum Turm zurück, nö. Aber hier gehen wir doch zurück zur Sicherheitszone, weil ich möchte das nachts wirklich, wirklich nicht herumscheißen. Hier draußen. Falls ihr das auch so seht, dann gehen wir jetzt einfach schnell in die Haie. Ha! Genau. Okay, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen sehr ungut, aber... Oh, das sind die Wendigkeitspunkte. Die werden immer ein bisschen höher geschraubt, wenn ich... Ich verstehe schon. So. Inne hier. Wo ist denn das Bett? Das ist weiter unten. Ah, hier. Hä? Ach ja. Bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Nö. Bis zum Einbruch der Dunkelheit warten ist eine schlechte Idee. Bis zum Ende der Dunkelheit warten ist eine deutlich bessere Idee. Aber ich würde sagen, wir könnten ja auch mal ganz kurz ein bisschen uns umschauen. Die Landschaft ein bisschen genießen. Ich glaube, das wäre auch mal ganz nice. Schade, dass es hier keine Wartenfunktion gibt. Zumindest hier in den Safe Spots. Ich glaube nämlich irgendwie, dass wenn ich jetzt hier bis zur Dunkelheit warte... Ich hoffe, ich kann jetzt wieder bis Nacht, bis es Abend ist, warten.
bis zum Tagesanbruch warten, genau. Eine Stunde später. Ah nein, das vorhin war eine Stunde später. 10 Stunden später, genau. Das ist gut. Weil ich habe keine Lust auf diese Albträume. Die sind nämlich irgendwie albtraumhaft. So intelligent übrigens von mir, das auszusprechen. Ich meine, ihr wisst ja nicht, wie, was für eine Intelligenzleistung das war. Das, ja, gut. Ich höre schon auf. Und verpiss mich hier mal schnell, Sekunde. So. Lichtfalle brauche ich ja nicht. Ah, das wäre eigentlich des Nachts ganz gut. Also ich könnte vielleicht Nacht doch ein bisschen überleben, wenn ich intelligent wäre. Oh. Halva, okay. Und was ist das? Alkohol? Nö. Nö, nö, nö. Ja, komm. So, dann würde ich sagen, da ist der Turm. Ich komme hier wahrscheinlich nicht hoch, oder? Nee, schade. What the fuck? Haha. Hier oben kommt zumindest nur die hoch. Haha. Das Messer finde ich irgendwie auch ganz cool. So, warte mal kurz. Oh shit. Ach, fuck off. Geh, sterben. Ach so, du bist ja schon tot. Hehe. Okay, ich glaube, wir haben sie verloren. Beziehungsweise sie hat uns verloren. Huh. Achso, ich dachte gerade, what the fuck. Aber es sind einfach nur ein paar Zombies. Karim, ich bin beim zweiten Antennenturm. Der Zaun steht unter Strom. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensägen. Beachte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter einschalten. Wie machen wir das? Oh, Gott, geh mir nicht am Sack, Alter. Stirb jetzt endlich. Ja, Gott, Wichser. Frage, wie kommen wir hier rein? Der steht innerhalb. Wir bräuchten irgendwas, was hoch ist und außerhalb steht. Dann könnten wir da gut reinkommen. Zum Beispiel das hier. Okay. Ja gut, erstmal darauf. Es hat ein bisschen wehgetan, aber es macht nichts. Ich durchsuche hier mal. Ich hoffe, da hat niemand was dagegen. Warum kann ich hier nicht durchsuchen? Hallo? Jemand zu Hause? Ich glaube ja nicht. So. Ach so, falsche Seite. Moment. Okay. Ich befinde mich in einem gesicherten Bereich. Das ist ja schön zu wissen. Das habe ich vorher nicht gewusst. Okay, wie zur Hölle kommen wir da hoch? Also vielleicht... So? Nope. Hä? Kommen wir da nach oben? Also das hier ist ja mal relativ klar, dass ich das hier tun muss. Aber jetzt. Jetzt ist die Frage, wie geht's hoch? Hm. Muss ich vielleicht... Ah, ich muss da rüber. Ich verstehe. Ah, das ist natürlich clever, wenn man auch einmal kurz raus muss. Das. Was zum Henker willst du? Ich will eigentlich gar nichts, außer jetzt an dieser Stelle den Part beenden. Wir sehen uns nämlich beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Dying Light. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.